Ich begrüße Sie bei Ich trage einen großen Namen. Heute suchen wir zwei Persönlichkeiten, die beide aus ganz unterschiedlichen Perspektiven immer wieder bereit waren, Bestehendes zu hinterfragen, was ja quasi eure Berufsbeschreibung ist. Hier ist unser Rateteam. Stefanie Juncker, Dieter Kassel und Liz Buffo. Und hier ist er, der erste Verwandte einer Persönlichkeit mit großem Namen. Herzlich willkommen bei uns. Und wie immer an dieser Stelle gibt es jetzt den ersten kleinen Hinweis. Wir spielen ein paar Takte Musik, die zu tun hat mit der Zeit, in der wir suchen, oder mit den Persönlichkeiten, die wir suchen. Und für Sie zu Hause blenden wir die Lösung ein. Lieber Gast, glauben Sie, der gesuchten Person ähnlich zu sehen? Jein. Na, in gewisser Hinsicht vielleicht schon. Hier gibt's noch ein Zitat. Der Krieg ist ein abnormer Zustand und die größten Erfolge, die er auch bringen mag, wiegen die Übel nicht auf, welche er verursacht. Da hat er recht, oder Sie, die Persönlichkeit. Boah, ist das aktuell. Ja. Ja. Ich fange mal ganz einfach an. Suchen wir einen Mann. Ja. 19. Jahrhundert? Ja. Suchen wir einen Musiker? Nein. Also ich würde sagen, nachdem wie Julia das angetextet hat, würde ich sagen, wir suchen jemanden aus der Politik? Ja, also, ja, grundsätzlich schon, ja. War er Adliger, also war er Fürst, Prinz, König? Ja. Wir suchen jemanden aus Deutschland? Eigentlich nein, aber es gibt noch eine Verbindung. Nach Deutschland? Ja. Gut, es ist bestimmt ein Nachbarland. Dann würde ich sagen, damals ordnen wir ihn vielleicht eher dem heutigen Polen zu. Nein. Haben Sie lange überlegt? Ja, genau, hat lange überlegt. Dann vielleicht Ungarn? Nein. Naja, es gibt ja auch Verbindungen zwischen Deutschland und Großbritannien bei den Königshäusern. Großbritannien vielleicht? Nein. Gott, jetzt, ich bleib dabei. Er hatte eine leichte Zustimmung bei Osteuropa, so ein bisschen. Also, Russland? Ja. Ich werde mal ganz groß. Also, wenn er so eine Art von Politiker war, war er Zar? Ja. Zar Alexander? Welcher denn? Da gab es ja mehrere. Ja. Es gab einen, der wurde Reformator genannt. Alexander der Zweite. Zar Alexander der Zweite war gesucht und bei uns ist sein Urenkel Prinz Hans-Georg Jurijewski. Er versuchte, sein Land zu modernisieren und ging als Reformer in die Geschichte ein. Der Zar war dem Volk als Menschenfreund bekannt und geriet dennoch in das Visier von Terroristen. Alexander II. Wird 1818 in St. Petersburg geboren. Auf Geheiß des Vaters erziehen Intellektuelle seiner Zeit den jungen Zarewitsch, um ihn mit einer allumfassenden Ausbildung auf das Vermächtnis seines Vaters vorzubereiten. Im Alter von 16 Jahren wird Alexander Nikolajewitsch offiziell zum Thronfolger ernannt. Dem Teenager aus dem Hause Romanow steht ein Leben mit großer Verantwortung bevor. Vater Zar Nikolai I. stirbt mitten im Krimkrieg, dem der Sohn sehr bald ein Ende setzt. Eine Niederlage, die dem Image des Imperiums erheblich schadet. Der Welt wird die Rückständigkeit Russlands vor Augen geführt. Alexander II. Befindet sich vor einem Scherbenhaufen. Er leitet einen ausschlaggebenden Systemwechsel ein, der als große Reform in die Geschichtsbücher eingeht und ihm später zum Verhängnis wird. Alexander II. Krempelt das Militär um, die Justiz und das Bildungswesen. Trotz heftigen Widerstands der Aristokratie ermöglicht der Zar den Bauern ein weitgehend selbstbestimmtes Wirtschaften. Verunsicherungen und soziale Ängste machen sich breit und schüren Pläne von Gewalt. Nach 26 Jahren Regentschaft wird der Zar-Reformator 1881 durch ein Attentat getötet.
Sohn Alexander III. Lässt später am Unglücksort in St. Petersburg die Auferstehungskirche erbauen. Die Reformen des Vaters allerdings macht er wieder rückgängig. Das hat die russische Geschichte sicherlich in eine andere Richtung gelenkt. Eine Nacht auf dem kahlen Berge hieß das Stück von Modest Mussorgsky, das als Ratehilfe diente. Und ich freue mich sehr, dass der letzte lebende Urenkel eines russischen Zaren bei uns ist, Prinz Hans-Georg Jurijewski. Sie sind in der Schweiz aufgewachsen. Wie sehr hat sich diese große Verwandtschaft in Ihrer Kindheit und Jugend gezeigt? Wie haben Sie die gelebt? Ja, in der Schweiz als neutrales Land natürlich nicht so stark. Das hat sich hauptsächlich auf die Kultur, gerade ja Musik und auf die Religion natürlich bezogen. Russisch-orthodox. Genau, ja. Aber in der Schule, ich habe die normalen Schulen gemacht und Gymnasium nachher und studiert. Also da war natürlich der Einfluss nicht so groß. Und was machen Sie beruflich? Ich entwickle Immobilienprojekte und vermittle zum Teil dann auch in diesen Projekten entsprechende Kunst. Sie stammen ja aus der zweiten Ehe des Zaren Alexander II. Wer war diese zweite Frau an seiner Seite? Das war die Prinzessin Dolgoruki, Ekaterina Dolgoruki. Das ist, wenn man ins Kiewer Rus zurückgeht, eine der Rurikiden-Linien, also ein ganz altes, ein ursprüngliches Zarengeschlecht. Und sie heiratete dann eben in dieses Romanow-Zarengeschlecht ein. Und welche Folgen hatte das für Ihren Zweig der Familie? Als nachher der Zarewitsch, also Alexander III., später an die Macht kam, hatte er ja als Autokrat die Möglichkeit, eben die Familie mehr oder weniger aus dem Winterpalast zu vertreiben. Also wurde ganz einfach die Heizung abgestellt. Und die Familie ist dann ein paar Jahre später ausgewandert und nach Paris ausgewandert, beziehungsweise an die Côte d'Azur, nach Nizza. Und mein Vater ist 1900 auch in Nizza geboren. Alexanders Charakter wird ganz unterschiedlich beschrieben. Was wissen Sie über ihn? Was war er für eine Persönlichkeit? Also die Familie war ihm sehr wichtig, das ist vielleicht nicht so bekannt. Aber vor allem war dieses Reformbestreben, das war ein, natürlich bedingt auch durch seine Ausbildung, Schulung, das war ihm ganz wichtig. Er hat dadurch sehr, sehr viele Reformen in Angriff genommen. Leider muss man sagen, wurden die eben unter Alexander III. Die meisten rückgängig gemacht. Und das war aus meiner Sicht auch der Anfang vom Ende, ja, dass eben dann die Revolution später stattfand. Alexanders Vater wiederum war ja auch sehr reaktionär eher und sehr streng. Also es war ja sehr ungewöhnlich, dass der erste so war, der zweite dann viel liberaler und der dritte wieder einen Rückschritt gemacht hat. Wie kam das, dass Alexander II. So liberal war, so anders? Ja, durch seine Ausbildung, durch seine Lehrer, durch die Schulung. Und er wurde halt sehr, heute würde man sagen, modern, weltoffen erzogen. Und das reflektierte natürlich dann auf seine Regentschaft. Ja. Und ich meine, er war hochintelligent. Er hat natürlich gesehen, auch gerade im Krimkrieg, wir müssen dringend Reformen machen. Und dadurch hat er sehr viele Reformen dann auch umgesetzt. Und viele vergessen, dass er die Leibeigenschaft, darum auch Zar Liberator, noch vor den Amerikanern umgesetzt wurde. Welche Bedeutung hatte dieser Krieg und die Beendigung dieses Krieges für ihn? Ja, man spricht vom Pariser Frieden. Also die Region wurde in gewisser Hinsicht befriedet und die Krim war immer bis heute wichtig für Russland. Aber es war ein schmerzlicher Verlust und die Verluste waren vor allem auch wegen des mangelhaften Gesundheitssystems oder gesundheitlichen und Ernährungssituation der Soldaten im Krieg geschuldet. Also das ging nicht nur, dass die jetzt alle auf dem Kriegsfeld getötet wurden, sondern indirekt sind sehr, sehr viele Leute gestorben. Mhm. Er hat eben die Leibeigenschaft abgeschafft, aber das hat jetzt nicht nur positive Reaktionen hervorgerufen. Ja, wie heute auch. Wenn Sie etwas Bestehendes ändern wollen, dann haben nicht alle Freude. Ja. Und er hatte natürlich in den eigenen Familien oder Adelskreisen auch Feinde. Und ja, darum konnte er auch nicht alle Reformen so schnell umsetzen, wie er gerne das gemacht hätte. Also der Adel hätte lieber seine Privilegien behalten? Die Mehrheit sicher. Ja. Die Mehrheit sicher, aber gewisse waren natürlich auch schon gut ausgebildet und zukunftsorientiert und hatten schon sehr fortschrittliche
Organisationsformen und sind gut mit dem Personal umgegangen, aber natürlich nicht alle. Ja, er wurde auch Zar-Reformator genannt. Es gab ja auch noch andere Reformen, die er angestoßen hat. In welchen Bereichen? In sehr vielen Bereichen, also das Militärwesen, Polizeiwesen, hat die Kriminalpolizei eingeführt, Redefreiheit für Universitäten, er hat den Juden viel mehr Freiheiten gegeben, also das in ganz vielen Bereichen. Und der Widerstand kam dann aber auch in dem Bereich von den Aristokraten, von denen die Bestehendes gerne weiter bewahrt hätten. Ja, ein Teil des Widerstandes auf jeden Fall. Und der andere Widerstand war, und das am Schluss wurde ihm zum Verhängnis natürlich, dass den Terroristen oder Revolutionären ging alles zu langsam. Ja, und ironischerweise wurde er dann als Zar-Liberator und Befreier und Reformator umgebracht. Dieser Anschlag war ja brutal. Erzählen Sie mal den Ablauf des Anschlags. Der ist ja eigentlich, er hat ja kurz gedacht, er überlebt und dann doch nicht. Ja, tragisch war, also wie heute auch, das Protokoll wäre ein Anschlag und dann raus aus der Gefahrenzone, Flucht, weg. Aber er hat gesagt, stopp, seine Kutsche hat angehalten, er ist ausgestiegen und wollte den verletzten Offizieren zu Hilfe kommen. Und das gab den Terroristen die Möglichkeit, eine zweite und eine dritte Bombe zu werfen. Und eine explodierte ihm im Schoß. Und er konnte noch zurück in den Winterpalast und ist in den Armen meiner Urgroßmutter dann verblutet. Dieser Punkt, dieser vielleicht auch erste Wendepunkt, als Alexander II. Dann den Terroristen zum Opfer fiel und viele Reformen wieder rückgängig gemacht wurden. Was hat das bis heute vielleicht für eine Bedeutung gehabt? Ja, ich glaube, wenn die Reformen eben nicht zurückgedreht worden wären, dann hätten wir eine Chance gehabt, dass es keine Revolution gibt. Das ist natürlich immer schwierig im Nachhinein zu sagen, aber ich glaube, es wäre nicht dazu gekommen. Weil Alexander II. Wollte ja nach dem Vorbild von Großbritannien eine neue Verfassung in Kraft setzen und dazu kam es dann leider nicht. Sie waren ja beruflich auch oft schon in Russland und Sie hatten auch ein Mandat an der Uni in St. Petersburg und haben die Entwicklung sehr gut und lange beobachten können. Was glauben Sie, haben Stalin und die Sowjetherrschaft bis hin zu Putin aus dem Land gemacht? Ja, also Stalin ist für mich eins der ganz, ganz roten Tücher. Das ist für mich eine der schlimmsten Personen. Aus meiner Sicht sehe ich nichts Positives oder nicht viel Positives. Und das hat aus meiner Sicht auch Auswirkungen bis heute. Mhm. Aber ich kann das nicht reduzieren auf Stalin. Also die ganze Sowjetunion war natürlich für mich und alle Familien und die letzte Familie vom Zar mit Bediensteten und die ganze Familie mit Kindern und allen wurden ja ermordet. Also für mich ist natürlich all diese Sowjetzeit eine Katastrophe und hat negative Auswirkungen bis heute. Wie äußern sich die negativen Auswirkungen bis heute für die Menschen, die dort leben? Das kommt ein bisschen aufs Alter drauf an. Gewisse ältere Leute, die sind ja punkto Sowjetunion oder Kommunismus gar nicht so negativ eingestellt. Die sagen ja, das war alles relativ gut geregelt und wir hatten Ruhe. Und die Jungen, die wollen natürlich raus und international sein und Sprachen lernen und reisen. Also es kommt sehr darauf an, mit wem und wo sie in Russland wann über was reden. Also das ist, hier wird das immer so einseitig dargestellt. Russland ist ein gigantisches Land und mit Dutzenden von Ethnien und alle Religionen sind vertreten und man kann einfach nicht sagen, Russland ist so und dann wird es irgendwo in die Schublade gestellt und das war's dann. Da wird man Russland nicht gerecht. Fühlen Sie sich sehr verbunden? Ich fühle mich sehr verbunden mit Russland, auch wenn ich in der Schweiz aufgewachsen bin, aber das ist natürlich auch sehr stark geprägt durch meine Religion. Ja. Was glauben Sie, wie lange dauert es, bis ein Wandel, also eine Abkehr von diesen alten Strukturen, die Sie beschrieben haben, wirklich greift? Ich habe das in den 90er Jahren schon gesagt. Ich glaube fest, dass es braucht immer zwei, drei Generationen. Mhm. Weil die erste Generation ist natürlich noch am eigenen Machterhalt interessiert. Die zweite wurde ja von der ersten noch erzogen. Und erst die dritte hat dann eine richtige Chance, die Sachen zu ändern. Vielen herzlichen Dank für den Einblick in die Geschichte und den Ausblick in Gegenwart und Zukunft Russlands. Prinz Hans-Georg Jurjewski, Urenkel von Zar Alexander II. Dankeschön. Vielen Dank.